Hallihallo, hallöchen, liebe Freunde. Wir sind zurück bei Alan und wir müssen ja immer noch durch diesen Wald zurück zu Barry. Und in der letzten Folge habe ich mich davor geziert, hier rüber zu gehen. Und es ist einfach so unheimlich und ich, Waffe ist nachgeladen, eingesammelt hatten wir hier alles. Moon, Manuskript und sowas lag hier ja noch rum. Dann würde ich sagen, werden wir jetzt mal hier über diesen Baumstamm vorsichtig rübergehen. Schritt für Schritt mit dieser tollen Steuerung. Er hat einen leichten Linksdrang, der Gute. Alan, geh doch jetzt mal einfach geradeaus, bitte. So, wir haben es geschafft. Wir sehen uns um. Hier müssen wir weiter. Überall diese blöden Vögel. Verdammt nochmal, jetzt müssen wir hier wieder rüber. Das ist ja herzallerliebst. Herzallerliebst. Was ist das da für eine Hütte? Oder ist das schon unsere Hütte? Ist es Barry, der da auf uns wartet? Und ich fürchte, wir kriegen hier gleich wieder Besuch. Habe ich so im Gefühl. Siehste? Hört ihr das? Was hängt da an diesem Baumstumpf? Es sind Fallen. Bärenfallen. Fallen, die Sam getötet haben. Sieh mal eine an, da ist eine. Ein Wunder, dass ich das gesehen habe. Entschärfen können wir sie wohl nicht. Aber wir sollten auf jeden Fall jetzt aufpassen, denn hier werden sicherlich mehrere sein. Ich traue mich gar nicht weiter. Weil hier einer war. Da ist noch eine Falle. Man sieht sie zum Glück leuchten. Aber hier irgendwo war der Typ. Und ich vermute, der kommt da gleich von rechts rausgesprungen. Oder auch nicht. Aber hier sind überall Fallen. Das wird mein Tod. Das wird mein Tod, weil gleich irgendeiner kommt und ich panisch davonlaufen werde. Und zack, hängen wir in der Falle. So muss das enden. Wäre typisch für mich auf jeden Fall. Oh, selbst hier im Dickicht blitzen überall die Fallen. Das ist richtig mies. Wir pirschen uns vorsichtig durch. Zum Teufel! Scheiße, die habe ich nicht gesehen. Die hatte mich vor den Fallen gewarnt. Es tat höllisch weh. Mein Herz, ey, Kacke. Die habe ich nicht gesehen. Ich habe alle so gut gesehen, nur die nicht. Hier, schaut euch das an. Zum Glück sterben wir nicht gleich, wenn wir da reingeraten. Okay, ich glaube, hier hört es auf. Hier liegt Munition rum. Das ist kein gutes Zeichen. Batterien ist auf jeden Fall auch super. Ach so, wir haben volle Moon. Geil! Können wir hier Dosenschießen machen? Da habe ich Bock drauf. Das machen wir jetzt einmal. Man kann hier ja nicht zielen, ne? Bam. Alle weg. Okay. Da brennt Licht und hier haben wir ein Manuskript. Jawohl, nicht übersehen den Scheiß. Huch, vorsichtig, Alan. Nicht zu sehr, zu weit runter. Und wir lesen, Sarah denkt an Wake. Die Klageandrohungen von Wakes Agent waren Sarah egal. Sie ließ Wake ohne Diskussion gehen, weil er etwas an sich hatte, das sie noch nicht einschätzen konnte. Etwas, das sie an ihren Vater erinnerte. Sie glaubte nicht, dass Wake seiner Frau etwas antat. Dann fiel ihr ein, wie er auf Hartman losgegangen war, wie sein Zorn ohne Vorwarnung hervorbrach. Okay, es geht weiter. Wir müssen hier runter. Wieder über einen Baumstumpf, das ist toll.
Aber bis jetzt hat es ganz gut geklappt. Also wird es das auch dieses Mal. Der ist ja zum Glück... Ellen. Relativ breit. Kontrollpunkt erreicht. Oh no. So, schön hier überall alles ausleuchten. Gucken, dass wir nichts übersehen. Ja, ich weiß. Scheiße, ich hätte ausweichen müssen. Aber wir schaffen es trotzdem. Huch. Das war wieder die herzhafte Steuerung hier. 3 Gegner haben wir gut getötet. Allerdings habe ich auch ziemlichen Schaden bekommen. Und das sieht nicht so aus, als... Scheiße, ich glaube, hier kommen gleich noch mehr. Oh, jetzt kommen die wieder von allen Seiten. Ihr könnt mich mal am Arsch lecken hier. Wisst ihr das eigentlich? Ich bin tot. Manu. Ich hasse das. Die müssen nicht von allen Seiten gleichzeitig kommen. Okay, ich muss schnell erst aufladen hier. Komm, der ist gleich weg. Bitte? Sag mal, willst du mich hier verarschen? Ich muss aufhören, so rumzuschreien, Leute. Ich muss einfach aufhören, rumzuschreien. Ich muss einfach ruhig bleiben. Und ich weiß noch nicht, wie ich das gleich schaffen soll. Ich bleib einfach hier. Verstecke mich hinter dem Baum. Ich gehe hier hin. Hier. Ich vermute aber mal... Ah, ich habe ja noch eine Leuchtfackel. Oh, ich habe noch eine Leuchtfackel. Sehr gut, die werden wir gleich hier einmal in die Menge werfen. So, jetzt rennen wir kurz hier einmal hin. Ich weiß nicht, wie viel wir jetzt erledigt haben. Einer ist auf jeden Fall definitiv weg. Einer nur, okay. Es geht. Es geht alles. Wenn ich nur will. Ich hoffe, das war's jetzt. Ich fürchte aber nicht. Der Weg ist hier verwirrend. Gott, was war das? Nein! Hier sind schon wieder mehrere. Ich laufe erstmal kurz ein Stück. Um Abstand zu gewinnen, was nichts bringt. Okay. Komm schon. Eieieiei. So, Waffe nachladen. Rucki zucki. Der andere ist... Bitte, lasst mich hier einfach in Ruhe. Schade, die können wir nicht öffnen. Oh, ich bin so aufgeregt immer. Und wo geht jetzt hier eigentlich weiter? Und, es kommen definitiv noch welche. Sonst wäre das hier nicht so komisch. Oder habe ich doch Ruhe? Kann ich hier rein? Da! Ich hab dich gesehen, mein lieber Freund. Komm her, du kleines Arschloch. Hier ist Licht, ne? Hier ist doch Licht! Das dauert irgendwie länger hier. Fuck it! So, jetzt aber.
Waffe nachladen. Komm schon, Barry. Ach, Barry, sei schon. Mann! So, ein Schuss braucht... Alter, wie viel Schuss habe ich denn verbraucht? Ich habe eben ein paar Mal ein bisschen zu früh geschossen. Das habe ich auch gemerkt. Okay, das Licht war nicht wirklich an, deswegen... Okay, hier. Machen wir erstmal das Licht an jetzt. Jetzt können wir uns in Ruhe heilen, sind wir schon. Hier liegt Revolver Moon und Batterien auf dem Boden. Und da hinten habe ich ein Manuskript gesehen. Wir gucken erstmal hier. Eine Thermoskanne. Wir haben übrigens irgendwo da ganz am Anfang... wo ich gefailt bin, haben wir diese Thermoskanne vergessen. Das habe ich schon befürchtet, aber... egal. So, hier haben wir Schrotmoon. Die wollen wir jetzt auswählen. Und natürlich wollen wir das Manuskript lesen. Auf F5. Wake hört eine Kettensäge. Die Nacht war eine Kette von Katastrophen gewesen. Ich war erschöpft und mein Körper fühlte sich an, als hätte man ihn durchgekaut. Die Taschenlampe wog schwer in meiner Hand und jede Bewegung des Abzugs schickte einen Schock durch meinen Arm. Endlich kam ich aus dem Wald und dachte, es würde besser. Da hörte ich die Kettensäge. Oh oh. Oh oh. Schade, wieso kann man eigentlich diese Kisten nicht öffnen? Und wir haben auch länger kein Geheimversteck gefunden hier. Ich hatte den Flugzeugabsturz gehört. Es ergab keinen Sinn. Es war gerade erst hier runtergekommen, aber es war uralt und sicher seit Jahrzehnten nicht mehr geflogen. Der Anblick jagte mir einen Schauer in den Rücken. Allerdings, das nehmen wir uns mal... Aha. Hier sind diese komischen... Schreibt mir doch mal, was sind, warum... Hier. Was haben diese kleinen... Ölflecken zu bedeuten, hier überall drauf? Und warum können wir sie entfernen? Das weiß ich noch nicht so richtig. So, da geht es... weiter... Da oben müssen wir hin. Aber wie? Vielleicht können wir hier irgendwie über das Flugzeug hoch? Gucken mal, ob wir hier irgendwie einen Weg hinauffinden. Hier geht es hoch. Ganz einfach. Kurz einmal die Nase kratzen. Da ist auch noch so ein Fleck. Wir sind hier der Fleckenentferner. Ups. Und ich weiß schon, was wir hier Schönes finden, hoffentlich. Eine Leuchtfackel. Eine zweite. Das ist sehr, sehr gut. Das macht mich ein wenig glücklich. Komm, hoch mit dir, Alan. Im Flugzeug war nichts. Da habe ich eben einmal hier kurz reingeleuchtet. Da liegt nichts. Können wir hier trotzdem... Okay. Ich gehe wieder raus. Das war nicht so gut. Ich wollte nur gucken, dass ich auch ja kein Manuskript übersehe, falls hier noch eins liegt. Oh oh. Also wenn wir jetzt hier so viele Leuchtfackeln finden, kann gleich eigentlich nur was Böses passieren. Denn wir haben auch soeben einen Kontrollpunkt erreicht. Scheiße. Aber ich bin zuversichtlich, meine Lieben. Wir werden das schaffen. Ihr seid bei mir
Da hinten blinkt etwas. Oh, ich wusste es. Okay, die bekommen auf jeden Fall ordentlich Schaden durch die Leuchtfackeln. Okay, das war zu früh. Scheiße, der hat noch nicht. Ich habe zu früh geschossen. Schneckball. Böse, böse Schneckball. So. Okay, die Musik beruhigt sich. Ich habe nicht mehr so viel Schuss. Es reicht mir. Hallo? Ich glaube, das war's noch nicht. Erfahrungsgemäß müsste eigentlich gleich einer hinter mir auftauchen. Aber hier ist etwas Licht. Ich flüchte mich hier hin. Und mache es ganz schnell an. Komm schon. Jetzt kann mir keiner mehr was hier. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Hier. Revolver und Jagdgewehr-Moon. Und war hier nicht auch ein Manuskript? Oder habe ich das falsch gesehen? Nee, da blinkte das nur an dieser Stelle. Okay. Wir gehen weiter. Ich weiß nicht richtig, wo lang. Ich will im Licht bleiben. Bitte. Es ist aber auch ein Wald. Ein unheimlicher Wald. Aber hier ist der Weg. Sagen, die Musik entspannt sich, tut sie aber nicht so richtig wirklich. Ah! Wie jetzt? Ich weiß, da kommt einer von links. Ich hab dich schon gesehen, mein Freund. Ellen! Jetzt reicht jetzt. Ich hab... Nein! Mensch, verpiss dich hier! Ich drück hier die ganze Zeit, damit er ausweicht und nichts tut er. Lauf ins Licht jetzt! Komm schon! Wir müssen uns heilen, sonst... Alter, ich tick hier gleich aus mit diesen... Drecksbatzen! Jetzt lauf! Alter! Okay, auf ein neues. Hier irgendwo kommen sie gleich. Kann ich das umgehen irgendwie? Ellen, ich habe dir gesagt, du sollst ausweichen. So, hier, Leuchtfackel hin. So, jetzt kriege ich euch aber. Jetzt kriege ich euch, Arschlöcher. Und dich auch. Hier, bitte. Oh. Ausweichen hat auch schon mal besser funktioniert. Definitiv. So. Haben wir hier noch Stuff? Nein. Aber ich hoffe... Ja! Nein! Nein! Ah. Hoch! Bitte, bitte, bitte!
Geh einfach hier oben hoch. Oh, jetzt müssen wir auf das Dach gehen. Kann man hier... Okay, wir müssen die Leiter nehmen. Oh, sorry, dass ich schon wieder so viel Stress gemacht habe, aber ohne Schreierei geht es bei mir einfach nicht. Ich hoffe, wir finden richtig viel Moon. Das ist ein Scherz, ne? So, okay, Moment. Erstmal Lage abchecken. Wie kommen wir jetzt da oben hoch? Ich glaube, auf dieses Dach kommen wir nicht. Wir müssen hier nach unten auf diese Kisten. Ach, da ist eine Tür. Ich würde sagen, wir nehmen die dann doch glatt mal. Hereinspaziert in dieses hübsche Heim. Eine Mühle. Was? Oh, ich bin mich erschrocken. Was sollen wir auf dem Mühlendach? Was erwartet uns da? Munition, perfekt. Naja, wir werden es erfahren. Wir entfernen die Flecken. Als Fleckenentferner hier. Noch kein Manuskript. Begeben uns auf das Mühlendach. Erst gucken wir uns hier nochmal um. Aber bis auf Flecken ist hier scheinbar nichts. Keine Munition, nichts. Gucken wir hier auf den Balkon. Ha, ein Manuskript. Gut, dass wir hier nochmal geguckt haben. Wir lesen Deputies beim Holzlager. Das Holzlager sah schlimm aus. Das Containerbüro war über die Klippe geschoben worden. Deputy Thornton kam aufgeregt aus den Trümmern hervorgekrabbelt und atmete wegen der Anstrengung schwer. Niemand hier. Komisch. Findest du das nicht auch komisch? Mulligan schnaubte gelangweilt. Teufel, hier ist alles komisch, Thornton. Die Frage ist nur, auf welche Weise es das diesmal ist. Das wäre... Moment. Ah, nee. Ich dachte, da liegt noch Munition. Dann können wir uns jetzt weiter nach oben begeben. Oh. Okay. Hier ist nicht so mit weiter. Das ist ja scheiße jetzt. Moment, wie kommen wir hier hoch? Wie kommen wir hier hoch? Wir müssen ja auf das Dach. Ist hier vielleicht irgendwo eine Leiter? Shit. Hä? Ich habe eine Idee. Ich habe keine Ahnung, wie wir hier hochkommen. Aber hier ist ja so eine Art Lastenaufzug. Hallo, ich will hoch. Shit. Ja, das bringt uns irgendwie nichts. Können wir hier vielleicht die Tür eintreten? Nee, aber dann hätten wir hier irgendwas zum Agieren. Ja, das ist ja toll. Wie kommen wir denn da hoch? Bitte. Ach, Moment. Was war das für ein lächerlicher Sprung, Alan? Echt. Nicht die, Gut. Wir nehmen das also nicht, um auf diese Kisten zu kommen.
Scheiße, ja, dann werde ich jetzt noch mal kurz die Mühle absuchen. Und dann hoffe ich, dass wir im nächsten Part endlich oben auf das Mühlendach kommen. Ja. Irgendwie kriegen wir das hin, hoffe ich. Bis zur nächsten Folge. Ciao!